Moin und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie bereits in dem vergangenen Video angekündigt, möchte ich euch gerne in den folgenden Videos zeigen, was wir bereits für Ausflüge in der Karibik gemacht haben. Und heute starten wir mit der wunderschönen und grünen Insel Dominica. Auf Dominica haben wir 2017 die Fahrt mit dem Gummireifen gemacht. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Fazit von mir, was ich gut gefunden habe und was ich eher nicht so toll fand. Viel Spaß! Bereits am Anfang erwähnt, möchte ich hier noch mein kleines Fazit preisgeben und Dinge, die mir gut gefallen haben, erläutern und Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben, weil die sich ziemlich in Grenzen halten, auch noch mal nennen. Und zwar fangen wir einmal an mit den guten, mit den positiven Sachen. Und zwar war es für mich faszinierend, mit den Reifen einfach direkt das Gefühl zu haben, man fährt durch den Dschungel. Also man ist umgeben von Bäumen, vom Dschungel, von vielen Tieren, von Tiergeräuschen. Im Grunde alles das, was wir in Deutschland überhaupt nicht kennen, und das war schon sehr, sehr faszinierend. Also das habe ich auch jetzt so derart auf der ganzen Reise dann nicht nochmal erlebt. Als nächstes, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, war zum Beispiel, dass wir hatten eine relativ große Gruppe gehabt und dennoch verlief sich das relativ. Also der eine schwamm ein bisschen schneller, der andere ist mal stecken geblieben. Dadurch ist er wieder so ein bisschen nach hinten gefallen. Es war alles eine relativ relaxte Angelegenheit. Soweit jetzt einmal zu den guten Sachen. Da gibt es bestimmt, das kann man noch elendig weit ausdehnen, aber es sind jetzt so die beiden Dinge, die mir jetzt so als erstes in den Sinn gekommen sind. So, das Negative war bei uns zumindest, und das ist auch so ein bisschen wetterabhängig, ist ab und an, glaube ich, der Wasserstand. Also wir zum Beispiel hatten einen relativ geringen Wasserstand. Das hat die Sache ziemlich gemütlich gemacht. So ein bisschen habe ich mich gefühlt wie Baloo
im Dschungelbuch halt, ne, der sich da auf dem Rücken treiben lassen hat, weil da halt, ja, es war halt wirklich nur ganz langsam. Da war jetzt, da kommen wir schon zum zweiten Punkt, halt wenig Action bei. Ja, das ist für den einen wiederum ganz gut, dass da halt wenig Action ist, also dass man, man kennt da, man hat jetzt eigentlich keine Gefahren, wie dort zu kentern. Für den anderen ist es dann eher vielleicht ein bisschen langweilig. Für mich war es, wenn man mich jetzt, ja, für mich war es ein bisschen zu langsam. Es hätte ruhig mal ein bisschen schneller sein können, aber man muss dazu sagen, das kann niemand beeinflussen. Das liegt nun mal an den vorherigen Regenfällen und die waren halt, wir waren im Februar da halt nicht so häufig vorhanden. Von daher war der Wasserpegel im Fluss halt sehr, 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 sehr niedrig. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, ob das jetzt vielleicht einen Monat früher oder später halt, ob der Wasserpegel da höher gewesen ist oder höher war. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Kann natürlich sein und das glaube ich auch. Ja, so viel dazu. Das war jetzt mein erstes Video zu den Ausflügen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir einen Daumen nach oben gebt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.